Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Karmesin. Wir wollen weitermachen, um unseren Pokédex hier in der Blaubeerakademie zu vervollständigen. Weil viel fehlt uns ja nicht mehr. Naja, unser erstes Ziel ist es ja erstmal sowieso nur die 200 zu kriegen. Ja, die beiden werde ich nachher tauschen müssen, das ist klar. Aber was ist denn hier zwischen? Tau! Das ist normale Tauros? Wieso? Okay. Cool, hier kann ich die Bälle kaufen. Geil, du. Egal, ich hab mir aufs Screen noch ein paar Bälle gekauft, habe aufs Screen auch noch mal einen Terrorig gemacht und dabei sogar ein. Da frage ich jetzt erstmal nicht nach. Und dabei sogar noch ein Pokémon gefangen, was ich gar nicht hatte, und zwar ein Landtor. Aber wo finde ich denn bitte schön Dings? Warte mal, wo ist das Küstenareal? Da ist Savanne. Küste müsste da sein. Gut. Anscheinend gibt es hier ein paar ordentliche Unterschiede in Sachen Pokédex. Zum Beispiel die Galar-Formen werden einzeln aufgeführt. Finde ich ja durchaus interessant. Das heißt also, dass es hier Galar-Lamus und so gibt. Müsste es ja hier auch irgendwo diese Zweige geben. Na gut, dann werden wir halt erstmal zwei fangen. Nummer 1. Fällt mir auch ein Galar-Form. Weil es hat mich. Hätte mich eigentlich schon beim ersten Mal wundern müssen. Fähre. Oh, guck mal, ein Landtor. Also müsste es rein theoretisch hier auch Lampi geben. Ding ist ja, ich brauche ja diese Galar-Zweige. Galanus-Zweig, perfekt. Noch eins. Da haben wir schon mal drei. Vier sogar. Perfekt. Oh, und ich habe sogar den Ball ein paar Aufgaben. Sehr schön. Oh, mehr Zweige. Galanus-Zweig. Drei Fehler, ne? Jetzt ist die Frage, sind die bloß hier auf diesen. Vor allem, wo ist Lampi? Es müsste ja irgendwo auch ein Lampi geben. Na nu, hast du dich hier oben versteckt? Mami, ich mach mal auf Eis, das ist nicht. Hm.
Der dritte hat sich einen Pokéball versteckt. Carbon. So, wo sind noch ein paar Zweige? Da. Nummer 2 gekriegt, perfekt. Boah, du Pens. Ich sage Aufgaben. Besiege Ziel, Pokémon per Autokampf. Okay. Du auch. So, schon mal 4 Punkte. Hier wieder ein schwimmendes, wildes Pokémon. Okay. Das können wir danach machen. Hey! Dinge sollst du machen. Stimmt, auf Gewalt kann ich das nicht machen. Das war die Fotofunktion, glaube ich. Nein, das war sie nicht, das war sie nicht, das war sie nicht, das war sie nicht. Ich will, wer denn? Nein, da war sie runter. Und weiter. Auch erledigt. Mach im Canyon-Areal ein Foto. Okay. Okay, jetzt dauert es ein bisschen, bis es wieder auftaucht. Hey. Oh, warte mal, da könnte ich vielleicht Glück haben, dass ich ein paar Zweige finde. Die interessiert mich alle nicht. Ein paar Zweige. Nein! Ab nach oben. Im Canyon, ja? Der Canyon wäre aber da in dieser Richtung. Okay. Ich fahre mir jetzt erstmal einen Taurus. Dann geht's ab in den Canyon. Und dann gucken wir mal, dass wir noch ein paar Zweige finden. Halt. Wasserquill. EP-Bonbon? Nein, das suche ich nicht. Das suche ich auch nicht. Oh, ein Rabigator. Ich habe ich doch schon. Meine Güte.
ist was ganz anderes. Jetzt hier. Okay, wenn du schon mal hier bist. Akadi, halt mir bitte nicht dein Arsch ins Gesicht. Perfekt. Dass hier jetzt so ein Unterschied gemacht wird auf einmal. Warte mal, Tim. Wirklich. Hau ab, ich will dich nicht haben, ich hab dich schon. Aber dich habe ich noch nicht. Komm her. Du verletzt dich selber, mein Freund. Wir haben noch Nacht, ne? Noch ein paar. Da. Der denn? Ja, der Pokédex macht sich. Das nehme ich auch mit. Nö, nö, nö. Ich suche ganz bestimmte Items. Ich suche ganz, ganz bestimmte Items. Terrastück. Das sind alles Terrastücke, die will ich nicht haben. Zuckerbeere, perfekt. Genau das, was ich brauchte. Am besten gehe ich jetzt systematisch nach Pokédex vor. Aber jetzt geht es erstmal in den Canyon. Und dann suche ich nochmal bei der Galar-Zweige. Und dann war ich hier gleich runter. Einmal runter. Ich wette mit euch, ich brauche auch diese Version. Ja, ich wusste es. Ich hab's gewusst. Ich meine, wenn wir schon extra Eintrag für Galalamus haben, ne? Können wir dich auch gleich mitfangen.
glaube, irgendwo war auch nochmal deine Weiterentwicklung. Aber ich glaube, die ist nachher weiter oben. Die werde ich nachher weiter oben finden. Gut, gut, nächstes Thema. Einmal. Stimmt, ich habe mich ja jetzt auch gefangen. Du bräuchtest eigentlich bloß ein Level, damit du dich entwickelst. Braucht ja eigentlich alle bloß. Nein. Du. Hoffentlich habe ich genug Sachen, damit ich das so schnell wie möglich hier hinbekomme. Als erstes. Sollte ich mir vielleicht noch Hukumi holen. Perfekt. Wie sehen deine Statuswerte aus? Da. Angriff ist höher als Verteidigung. Das heißt, na, wo ist sie, wo ist sie, wo ist das Ding, wo ist das Ding, wo ist das Ding, wo ist da ist die Zuckerbeere. Geben. Dich. Jetzt auch alle Formen suchen, aber nö, mir reicht eines. Zumindest habe ich dich. Deine bekannte Attacke durch Verzierung. Was kannst du überhaupt? Wenn der Angriff und später des Ziels stark erhöht. Dann tanzt zu einem seltsamen Rhythmus und zwingt das Ziel unten mitzumachen. Dieses nimmt dabei die Fähigkeiten des Anwenders an. Okay. Verzierung ist vielleicht praktisch in Doppelkämpfen. So. Gut, das war, weil der Angriff höher war. Ja, können wir machen. Dann kannst du wenigstens eine Kampfattacke. So, jetzt brauchen wir eines, wo die Verteidigung höher ist. Das ist die Verteidigung höher. Perfekt. Also machen wir dich aus.
Somit haben wir auch Nocturne. Perfekt. Und beim anderen müssen wir die Verteidigung ein bisschen hochbringen, ne? Wir gucken mal, wie viel wir davon brauchen. Jetzt bräuchte ich noch 7. Aber so viel habe ich nicht. Du kriegst erstmal die 3, die ich hier habe dafür. Na gut, 2 habe ich immer. Auf 67 muss ich kommen. Okay. Mal gucken, was ich danach habe. Angriffspunkt und Verteidigungspunkt. Da. Wir werden mal noch 2 verwenden. Wie sieht's aus? 64, oh, ich brauche noch ein paar. Das Doofe ist, dass ich das nicht sehe, dass ich immer darauf. Gut, wenn, dann müsste es noch eine sein. Okay, noch nicht. Ich will es nicht zu sehr anheben müssen. Alter, das gibt's doch nicht. Ist jetzt vielleicht mal deine Verteidigung gleich hoch, wie der Angriff. Reicht's aber. Nein. Okay, jetzt kriege ich aber langsam ein zu viel. Hoffentlich war das jetzt nicht zu viel. Gleich viel, perfekt. So, jetzt brauchst du nicht mehr viel bis zum nächsten Level, perfekt. Gut, wäre zwar schön, wenn ich jetzt noch. Mehr hätte, aber.
Ich nehme erstmal meine Karte wieder rein. So. Ich kann dich herauswerfen. Du kannst wieder rein. Du kannst wieder rein. So. Der Rest bleibt erstmal so. Oh, perfekt. Mach gleich mehrere weg. Kalt. Ja. So ist gut. Hier, den da. Ruby, das freut mich. Sehe ich auch gleich. Du auch? Was sagt die Time? Ja. Was für beide Folge? Bodypress. Warte, wieso hast du dich nicht entwickelt? Angriff und Verteidigung sind doch gleich stark. Passiert das nicht durch Autokampf? Muss ich auch irgendwie genug knacken. Capoeira. Na gut, zumindest sehe ich, wo ich es fangen kann. Okay, dann fangen wir es halt, ist mir scheißegal. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen, auch gerne einen netten Kommentar, würde mich riesig drüber freuen. Ansonsten hätte mich auch gerne, wenn euch die Videos gefallen, mit einem Abo auf den Kanal unterstützen. Tut nicht weh, kostet nichts, vergesst dabei aber natürlich nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen wunderschönen Tag bzw. einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.